oder Amaretto. Da sind wieder Freunde von mir. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und bald war es noch einer. Genau, einer. Und bald war es nur noch. Sag mal, ich wollte gerade ausholen zum Endschlag. Und bald war es nur noch keiner. Weil die haben mir gerade jemanden gefressen. Dankeschön. Danke. Danke. Vorratskiste ist nämlich immer gut. Ist hier noch irgendetwas, was ich mitnehmen kann? Ich sag mal. Hey, hier ist doch Zeug. Abgeschlossen. Herrenlose Ware? Cool. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt eine Mission abgeschlossen habe damit. Dahin muss ich. Ich finde dieses Popo-Fliegerät echt praktisch. Man kommt nicht schnell voran, aber man kann einige Wege gut überwinden dementsprechend. Und ich bin da schon ziemlich weit gekommen. Aber ich muss erstmal kurz Pause machen. Ich brauche Likör. Okay. Komischerweise war gerade beim ganzen Videoszene Pause gewesen, obwohl ich gar nicht drauf gedrückt habe. Habe ich einen Geist im Arbeitszimmer? So, Block. Die letzte Macht. Gehen wir mal da drauf. Ach, das ist die sechste Macht, ja? Nichts zu verlieren. So. Ach du Schande. Ist okay. Wir gehen jetzt einmal mal in einer der Ziele, Richtung Ziele. Kannst du eigentlich mitfliegen? Wenn ich jetzt so fliege. Bin mal gespannt. Die teleportiert sich einfach. Meine Fresse, ja, die ist gut. Die teleportiert sich einfach hinterher. Wir haben jetzt mehrere Ziele, die wir nachgehen können. So. Ich weiß nicht, ob ich meine Frau auch hier umbringen kann. Nö, scheint nicht so. Wir gehen erstmal eins nach den anderen ab, bis alle hier verschwunden sind. Dieses Kraftwerk sieht ja nicht gerade ganz sauber aus. Wir müssen darüber. Bin ich froh, dass ich hier fliegen kann. Ich bin echt ein Superheld. Warum hat er jetzt. Ich frage mich, warum der jetzt auf Pause gemacht hat hier bei der Aufnahme. Das wundere ich mich jetzt.
Mensch, ich hoffe, es kostet nicht so viel Benzin, dieses Fliegen. Ist ja schon teuer genug gerade. Die schon eher da als ich. Was ist denn jetzt los? Lock. Nicht schlecht gemacht. Irgendwie ist das gerade ein bisschen komisch hier. Hättest du dir jemals vorstellen können, dass dieses Outlaw-verseuchte Wüstenkaff mal so aussieht? Die Outlaws sollten uns dankbar sein, dass wir uns so um ihre Wüste gekümmert haben. Ja. Eigentlich schon. Kann ich bei dir noch was mitnehmen? Was hast du vor? Weiß ich nicht, ich möchte hier erstmal rausfinden, wo ich hier bin. So. Ich hoffe, du bist jetzt nicht so weit weg, also ehrlich. Ich bin hier gerade die ganze Strecke hierher. Oh. Du hast keine Erlaubnis, dich hier aufzuhalten. Wenn Garda dir keine gibt, bekommst du von mir auch keine. Verschwinde! Das wollte ich gerade, aber du hältst mich ja auf. Da ist ein Teleporter. Super. Ist auch auf der Karte markiert. Ja. Der ist auf der Karte markiert. Den haben wir ja schon gefunden. Ruinen. Wir müssen jetzt trotzdem in diese Richtung. So. So, dann wollen wir den hier nochmal platt machen. Den kleinen T-Rex. Gut, mit deiner Hilfe geht das natürlich viel schneller. So, wo sind wir denn hier? Oh, das sieht aus wie so ein Alien-Monster. Ja, komm, geh platt. Ihre Feuerwaffe, die ist aber auch nicht gerade stark. Okay, da leuchtet gerade so ein bisschen. Okay. Was ist das denn? Will der nicht mal schießen? Ich krieg das Blatt ja zu ehrlich. Du bist wie der Schwarm vom Vieh heute.